Prüfen der Reifengröße anhand der Zulassungsbescheinigung Teil 1 in Klammern Fahrzeugschein. Ja, das prüfen wir tatsächlich jetzt einmal, ob die Reifengröße, die jetzt hier verbaut ist, auch im Fahrzeugschein so eingetragen ist. Das heißt, ob wir diese Reifen hier überhaupt fahren dürfen. In der Prüfung wird das in der Regel exemplarisch an einem Reifen gemacht. Das heißt, ihr erklärt das an dem einen Reifen, dann den Prüfer kurz fragen, soll ich das an allen anderen auch machen oder reicht Ihnen das, wenn ich es an diesem einen gemacht habe? In der Regel reicht das dann. Ansonsten müsste man das natürlich an allen 6 Reifen hier überprüfen. Gut, anhand der Zulassungsbescheinigung Teil 1 überprüfen wir die Reifengröße. Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist das, was früher mal der Fahrzeugschein war. Und dort haben wir die Reifengröße in der Regel hier unter 15.1 für die erste Achse, 15.2 für die Reifen auf der zweiten Achse. Und da wir hier ein dreiachsiges Fahrzeug haben, haben wir auch unter 15.3 eine Reifengröße stehen für die dritte Achse. Bei uns ist es jetzt so, dass wir nicht mehr die originalen Räder und Reifen hier drauf haben, sondern wir haben hier Zubehörräder aufgebaut und die sind hier zusätzlich eingetragen. Das heißt, wir haben unten im Feld 22 stehen zu 15.1 bis 3, also für die Achsen 1 bis 3 die Reifen, auch genehmigt 255/55 R18. Das ist hier unsere Reifengröße. Und das müssen wir jetzt überprüfen, ob das auch hier auf unserem Reifen draufsteht. Dazu gucken wir uns das mal genauer an. 255 übrigens ist die Breite des Reifens, also von der äußersten Stelle des Reifens, auf der anderen Seite die äußerste Stelle des Reifens. Sind hier 255 mm breit, also 25,5 cm breit. Dann haben wir als nächstes 55, das stand auch im Fahrzeugschein so drin. 55 ist hier der Querschnitt des Reifens, also man kann sagen die Höhe des Reifens, von ganz unten bis hier Anfang Felge. Das ist jetzt keine Angabe in Millimeter, sondern das ist eine Prozentangabe. Diese Höhe hier ist 55% von den 255 mm. Braucht man jetzt hier nicht kontrollieren, ob das wirklich so ist, sondern man muss einfach nur prüfen, ob diese 55 auch so im Fahrzeugschein stehen. Als nächstes haben wir hier das R auch stehen, auch wie im Fahrzeugschein. Das R steht für radial, das sagt einfach nur was über den Aufbau des Reifens aus. Stimmt mit der Zulassungsbescheinigung überein, also ist es in Ordnung. Und dann haben wir hier noch das 18. Das 18 ist jetzt hier der Innendurchmesser des Reifens, also von hier bis oben, genau gegenüberliegend. Das sind jetzt 18 Zoll. Also da ist die Maßeinheit Zoll. Auch das steht genauso im Fahrzeugschein. Also ist das jetzt hier in Ordnung, die Reifengröße passt.